Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Orsons Island von den Orsons in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Orsons Island, das Ganze am Freitag, den 2. August erschienen. Die Box habe ich euch ja bereits vorgestellt und heute ist es an der Zeit für die Vinyl. Ja, wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap, das Ganze in hell lila gehalten. Wir werden mal die Folie abmachen und uns dann im Detail ansehen, was wir hier haben. Also, wir erinnern uns an das Boxdesign, an das Boxcover und rein davon kann man schon mal sagen, es ist ident gestaltet. Allerdings, was ich jetzt doch spannend finde, ist, hier ist ein Sticker, gab es bei der Box ja auch, allerdings war das hier dann so hier aufgedruckt. Hier in diesem Fall ist das auf der Folie mit einem Sticker gelöst worden, den man abnehmen kann. Und zwar lesen wir hier, Limited Orange Doppelvinyl Orsons Island inklusive MP3 Code. Alles klar. Also, wir haben hier genau wie auf der Box auch wieder diese lila Hintergrundfläche und dann dieses aufgeblasene Plastik, Luftballon, keine Ahnung was, Wesen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nach wie vor nicht sicher, was das darstellen soll. Es sieht echt aus wie ein unbekanntes Pokémon, also wie irgend so ein kleines Fantasiewesen. Ja, am ehesten vielleicht wie so ein Glurak. Glurak, hier niedlich, keine Ahnung. Auf der Seite lesen wir in diesem Fall Orsons Island hier in Rot. Ist relativ schwer zu lesen, weil das hier mit orangen Flächen hier noch gebrochen wird. Und auf der Rückseite haben wir dann die vier Herrschaften, Kars, Tuur, Mekkes und Bartek, die hier in diesem Schlauchboot von den ganzen Haien umzingelt wurden, ziehen noch eine Dame hinter sich her, die Wasserski fährt. Ja, und das Ganze in einem rosanen Turnsaal. So läuft das ab. Die Tracklist ist hier darunter dann. Wir haben 17 Stück an der Zahl und hier oben rechts, also unten rechts, um ehrlich zu sein, gibt es dann noch den Barcode. Dann schauen wir mal hinein. So sieht das Ganze von innen aus. Wir haben hier aus dem Videoclip Grille, haben wir hier eine Meerjungfrau, dann hier so bunte Flächen. Unten links haben wir die Credits zum Album. Auf der rechten Seite haben wir senkrecht auf der linken Seite einmal die Grüße. Also hier oben, ich hoffe, man kann das, ist schwer zu lesen. Hier lesen wir Gali Grü an, also ganz liebe Grüße an. Das ist echt eine lange Liste an Leuten. Und auf der anderen Seite, jetzt müssen wir das Ganze wieder umdrehen, haben wir dann die Infos zu den einzelnen Tracks. Also wer war hier beteiligt, wer hat geschrieben, wer hat produziert und, und. Dann schauen wir mal hinein. So, einmal Vinyl Nummer 1 plus Album Download Code. So sieht das aus. Wir haben hier die Herrschaften auch wieder vom Videodreh zu Grille. Ja, nach wie vor ein sehr verstörendes Video, wenn ihr mich fragt. So sieht das aus. Im Hintergrund so orangene Farben, sieht aus wie Blüten. Dann hier wieder die Meerjungfrau mit Blumen im Haar. Geht dann hier oben auf. Und hier kommen wir zur Vinyl. Und die sieht echt mächtig aus. Also in knallorange eingefärbt lesen wir hier Orsons Seite B in diesem Fall. Und dann haben wir hier die Tracks rundherum noch nummeriert. Dann haben wir hier natürlich die A-Seite. Hier gibt es dann auch nochmal vier Tracks. Dann packen wir die wieder zurück. Und wir haben natürlich auch noch in der zweiten Stecktasche eine Vinyl. Diese ist dann mehr so im Rosa gehalten. Wir haben hier drei Damen, wobei bei der einen ein bisschen der Rock verrutscht ist scheinbar.
Dann hier nochmal eine mit Blumen im Haar. Und die Vinyl hier ist dann ebenfalls orange. Jawohl, eingefärbt Vinyl. Ich bin auf jeden Fall Fan davon. So sieht das aus. In diesem Fall die D-Seite. Und dann hier folgerichtig die C-Seite. Ja, schöne Doppelvinyl. Gefällt mir auf jeden Fall. Also rein farblich sehr überzeugend. Und auch die Papierhüllen hier sehr schön gestaltet, sehr farbenfroh. Darüber hinaus haben wir dann auch noch einen Downloadcode zum Album. Bedeutet, wir haben hier so ein kleines Papierstück. Hier lesen wir The Sound of Vinyl. To download your free digital album, please visit and enter this code. Okay, also ihr kennt das oftmals bei den Vinyls. Gibt es dann entweder das Album noch auf CD oder eben als Downloadcode. In diesem Fall als Downloadcode bedeutet, ihr könnt das Album dann auch nochmal in digitale Version runterladen und seid nicht zwangsweise auf einen Plattenspieler angewiesen. Zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die Vinyl Nummer 1 sowie natürlich die Vinyl Nummer 2, beide orange eingefärbt, beide in diesen farbenprächtigen Papierhüllen. Sowie natürlich der Album-Download-Code für das Album in digitaler Version. 17 Tracks ist das Album stark. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition Orsons Island von den Orsons. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr die Orsons unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.